Ja, jeder von uns war einmal jung oder ist noch jung und war dann auf der einen oder anderen Party, wo ihm halt was angeboten wurde, was er eventuell nicht hätte konsumieren sollen, aber aus Dummheit getan hat. Ja, und so war es halt auch bei mir. Also ich habe halt früher so, also so von Anfang 20 bis Mitte 20, habe ich auf Partys hin und wieder Amphetamine konsumiert. Würde ich mittlerweile nie wieder machen, weil da ist mir das Risiko viel zu hoch, dass das beherbergt. Also da bleibe ich lieber bei meinem grünen Zeugs. Ihr wisst ja, dass ich, naja, ihr wisst ja, was ich hin und wieder mache, gell? Aber das tue ich auch wirklich wohl dosiert und nur ganz selten. Aber also eben Amphetamine habe ich von mit, also habe ich halt meine Anfang 20er sporadisch konsumiert. Und ja, da war aber etwas ganz auffällig. Nachdem ich nämlich das Risperidal und das Seroquel in sehr hoher Dosis drinnen hatte, nach meinem Psychiatrieaufenthalt, da habe ich keine Glücksgefühle mehr gehabt oder kaum noch Glücksgefühle beim Amphetaminrausch. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also da war ich halt, also da habe ich das gar nicht verstehen können, was mit mir los ist. Da war ich auf einer Party und habe halt gezogen und ich hatte keine Glücksgefühle. Ich habe nachgelegt, nachgelegt, hätte mir fast voll die Überdosis verpasst, weil ich nicht verstehen konnte. Ich dachte, das Zeug ist schwach, das wirkt nicht. Bei den anderen hat es gewirkt. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, was da los ist. Heute weiß ich, ah ja, du hast ja da knallharte Neuroleptika drinnen gehabt, in hohen Dosen. Klar, dass du keine Glücksgefühle mehr verspürst. Ja, das weiß ich heute. So, eben, drum sage ich. Also, darum habe ich mir gedacht, machst mal ein Video dazu, dass eben die Neuroleptika schön die Glücksgefühle blockieren. Und eben plakativ dieses Beispiel gewählt von mir, wenn ich bei einem Amphetaminrausch, den ich bei Gott nicht mehr haben werde, weil ich keine Amphetamine mehr konsumiere und es auch keinem von euch rate, also wirklich nicht, dass jemand denkt, ich spreche hier eine Empfehlung aus in keinster Weise. Ich rate jedem streng dazu ab, Amphetamine zu konsumieren, weil einfach zu hohe Risiken das sind. Aber wenn man nicht mal mehr bei einem Amphetaminrausch Glücksgefühle hat, ja, wie soll man denn die im Alltag mit Neuroleptika haben? Ich blende euch mal ein Video hier ein drüber. Das habe ich aus einem alten Video von mir rausgeschnitten. Top 3 Fails auf Psychiater habe ich das genannt. Da habe ich die drei größten Fehlschläge meiner glorreichen Psychiaterin, habe ich da beschrieben. Und da lache ich sehr viel in dem Video. Also ich blende es euch jetzt mal ein. Also jetzt mal ohne Ton, dass ihr mich reden hört, aber halt, dass ihr das alte Bild seht, die Videodatei von damals, weil das ist mir halt irgendwie so ins Gedächtnis gekommen. Da habe ich besonders viel gelacht in dem Video. Klar, wer mich und meinen Kanal kennt, ich bin die Vera Maria und ich bin wahrscheinlich über nichts mehr zu erheitern, wie wenn der Psychiater wieder Mist baut, weil ich halt so einen Galgenhumor mir angeeignet habe, halt um mit dieser ganzen Psychiatrie-Misere irgendwie klarzukommen. Aber ja, ihr seht mich hier lachen, ihr seht mich hier strahlen, ich schaue fröhlich aus. Aber ja, in mir ist halt höchstens ein leichtes Glücksgefühl. Ja, manchmal fühle ich mich wie so ein verdorrter Baum innerlich. Irgendwie verdorrte Gefühle, blockierte Gefühle. Puh, ja, ich habe auch mal ein Video gemacht, blockieren Neuroleptika Liebe. Also Liebesgefühle habe ich auch das Gefühl. Weil ich halt eigentlich ein sehr liebevoller Mensch bin, aber halt das Gefühl der Liebe nur noch bedingt spüren kann. Aber wie soll man spüren, wenn man halt diese Neuroleptika-Intus hat? Und ich habe zusätzlich noch das Lithium zum Risperidal und zum Seroquel, ist ja auch ein Stimmungsstabilisator. Macht sicherlich auch mich in die Mitte der Gefühle, in eine Mitte, wo es halt sich sehr leer und kalt anfühlt. Ja, aber wie ihr eben gesehen habt, gerade in dieser Aufnahme, ich habe doch da lustig ausgeschaut, als würde ich lachen, als würde ich glücklich sein, als würde ich strahlen. Ja, eben, ich jetzt auch gerade, wenn man mich jetzt so reden sieht, ich schaue doch nicht unglücklich aus, oder? Ich sehe mich ja jetzt auch gerade in, also quasi in meiner Kamera, sehe ich mich ja beim Handy. Mich ausschaue, ich schaue fröhlich aus. Ich lache auch gerade, wie ich strahle. Ich schaue so glücklich immer aus. Das fällt mir auch so oft auf, wenn ich in den Spiegel schaue und lache und irgendwie, ich weiß nicht, aber ich fühle mich halt bestenfalls zu so 30% glücklich, wenn ich das vergleiche von Neuroleptika, wo 100% wirklich waren, dass ich wirklich explodiert bin vor Glück. Ja, das ist halt,
ja, eine Gefühlstrübung halt, eine Gefühlsblockade, die man da hat. Ich werde euch das auch gleich nochmal fachlich ein bisschen, nicht erschrecken, nicht zu trocken formulieren, aber ein bisschen fachlich erklären, dass ihr es ein bisschen die Hintergründe versteht, aber so. Schon mit meinem Humor wieder, dass es nicht zu langweilig wird, ja. So, ja, es ist für mich schon belastend, dass man halt schwierig Liebe fühlen kann, schwierig Glück fühlen kann, aber halt die negativen Gefühle trotzdem da sind. Und da werde ich auch am Schluss vom Video euch ein Modell zeigen, was ich da erstellt habe, wie belastend es halt ist, Negatives voll zu fühlen, aber halt Positives nur noch bedingt zu spüren, dass da halt ein Ungleichgewicht entsteht, ja. So, liebe Leute, aber jetzt schaut euch doch mal an, was ich da euch erzähle über das Dopamin und warum das Dopamin bei mir nicht mehr ganz so vorhanden ist, wie es sein sollte. Dank Risperidal und Seroquel. Ja, womit hat es jetzt zu tun, dass eben wenn ich in den Spiegel schaue, zum Beispiel, und mich eigentlich lachen sehe, und das hatte ich schon ein paar Mal, wo ich echt in den Spiegel geguckt habe und wo ich einfach irgendwie gerade so glücklich ausgesehen habe da im Spiegel, aber wenn ich dann in mich reinhorche, dass es in mir einfach so leer und so trist und so kalt ausschaut, aber eben wie ihr auch vorher auf dem Video gesehen habt, wo ihr mich lachen seht, wo man sich denkt, hey, das Mädchen, die ist fröhlich, die, ja, irgendwie vom gedanklich bin ich das auch, aber gefühlsmäßig stimmt halt gewaltig was nicht, da fehlt nämlich was. Ja, und eben zwar die Glückshormone. Was sind eigentlich Glückshormone? Als Glückshormone werden beispielsweise Serotonin und Dopamin, außerdem Noradrenalin, die Endorphine und manche andere noch beschrieben. Ja, und das eben das eine Glückshormon, dieses Dopamin. Auf das wollen wir jetzt mal näher eingehen. Das Glückshormon Dopamin. Das ist nämlich das, was durch meine Neuroleptikas blockiert wird. Ja, Dopamin trägt auch den bedeutungsvollen Namen Glückshormon. Tatsächlich ist Dopamin ein Botenstoff, der neben dem Gehirn im gesamten zentralen Nervensystem eine wichtige Rolle spielt. Wenn das Gehirn oder eine Nervenzelle Dopamin ausschüttet, spüren sie das als leichte Erregung. Ja, ein zu viel oder zu wenig an Dopamin im Gehirn führt zu zahlreichen Krankheiten. Ich werde euch das im Folgenden gleich noch näher vorstellen, wie eben das Dopamin genau durch zum Beispiel Seroquel und Risperidal bei mir eben blockiert wird. Aber da stelle ich mir schon die Frage, ob sich das nicht widerspricht, weil irgendwie sie tun so am Dopaminspiegel rumschrauben, aber eigentlich ist schon bekannt, dass ein zu viel oder zu wenig an Dopamin auch wieder zu Krankheiten führt. Und also das ist ja jetzt das Wissenschaftliche, aber rein vom gesunden Menschenverstand her, wenn ich zu wenig Glückshormone habe, dann geht es mir schlecht. Ja, danke Psychiatrie, eben dass ich eben sogar zwei Medikamente bekomme, die eben erheblich in den Dopaminspiegel eingreifen. Es ist eben dann kein Wunder, wenn ich mich so wie ein Zombie fühle und so oft so leer und so gefühlstaub. Ja, die Natur hat die Botenstoffe im menschlichen Körper mit dem Ziel entwickelt, das Überleben der Rasse zu sichern. Dopamin ist ein Botenstoff, der glückliche Gefühle auslöst. Dieses Gefühl bekommen sie aber nur, wenn sie eine Leistung vollbracht haben. Dopamin dient dazu, die Menschen anzuspornen und nicht aufzugeben. Ja, wiederum Glanzleistung der Psychiatrie, den Menschen Medikamente zu geben, die das Dopamin mindern, beziehungsweise halt in den Dopaminhaushalt eingreifen, sodass, also es erkläre ich gleich, wie das genau passiert, aber es ist halt weniger dann, also auf weniger Dopamin kann man zugreifen. Und ja, was passiert dann? Die Menschen geben eben auf. Und ich verlinke euch hier mal ein Video ZFPM-Bedingern. Da bringen sich reinweise die Leute um, schmeißen sich von Zug eben nach Neuroleptikagabe. Also das ist sicherlich oft mit ein Grund dafür, dass die Leute wirklich dann aufgeben. Ja, eben durch Neuroleptika, weil Neuroleptika ganz übles Zeug ist. Und wenn ihr es noch nicht nehmt, lasst euch von eurem Psychiater ja nicht dazu überreden, es zu nehmen. Ich bereue es zutiefst, das jemals genommen zu haben, weil es eben auch eine schwere Sucht auslöst. Und ja, man ist dann auch schwer abhängig und kommt auch schwer wieder davon weg. Ja. Bei Neuroleptika, also eben Neuroleptik handelt es sich um eine Medikamentengruppe, welche bei einer Reihe unterschiedlicher psychischer Erkrankungen eingesetzt werden. Ja, schon wieder so ein Wort, das ich nicht mag, Erkrankung. Ich nenne es lieber Besonderheit.
Gut, das ist jetzt ein Ausschnitt aus von einem Psychiater von einer Seite. Das sind ein paar Sachen, denen ich total widerspreche, aber lass mich das erklären. Da geht es jetzt eben um dieses Dopamin, also was der richtig wiedergibt, dass eben die Neuroleptika, das da enthaltene Wirkstoff, der setzt sich an den Dopaminrezeptor und blockiert diesen, sodass der Transmitter nicht mehr an den Rezeptor binden kann. Also ich habe ja in Biologie erfolgreich Abitur gemacht, mit einer 2,0 plus, glaube ich, war das damals. Und daher weiß ich, dass eben ein Transmitter ein Botenstoff ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Rezeptor ist die andere Stelle und da tun die Botenstoffe nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip andocken. Ja. Also einfach wie so ein, oder man kann sich vorstellen, wie so kleine Züge, die in den Bahnhof fahren. Ja, vielleicht ist es sehr verniedlichend, aber für die Leute, die in Biologie oder die nicht so Biologie hatten in der Schule, ist es vielleicht also so gut zu erklären, okay. Dieser Mechanismus verhindert die Wirkung, welche Dopamin normalerweise in diesem Rezeptor einnimmt. Genau, wenn jetzt aber eben im Bahnhof schon ein Zug steht, eben, also in dem Fall das Dopamin eigentlich gerne einfahren würde, aber da ist jetzt eben schon ein Zug, also in dem Fall das Neuroleptika, ja, dann ist es halt so, dass das Dopamin dann nicht mehr hinfahren kann, also in den Bahnhof einfahren und eben dann eben ist das Dopamin eben, kann eben nicht an den Rezeptor binden. Ja, über die genauen Hintergründe, warum eine Blockade dieser Rezeptoren für eine Verbesserung bei psychiatrischen Erkrankungen sorgt, ist bisher nicht viel bekannt. Ach, Halleluja, ich sag's euch. Das ist eben das, warum ich die Psychiatrie, warum ich denke, da verlinke ich euch hier sofort ein Video. Schaut euch das an, wenn ihr das noch nicht kennt. Pinocchio habe ich da drauf gemacht, auf das Titelbild, dass es eine Lüge der Psychiatrie ist, dass diese Neuroleptiker-Geschichte irgendeine wissenschaftliche Fundierung hätte. Hat sie nämlich nicht. Die Psychiater haben immer versucht, es zu beweisen, dass das eben alles Sinn macht mit den Neuroleptika und warum sie eben die psychiatrischen Erkrankungen verbessern würden. Haben es aber nicht geschafft zu beweisen. Dann sind sie dazu übergegangen, es zu behaupten, bis alle geglaubt haben, es wäre so. Es ist eine Lüge, dass Neuroleptika eine psychiatrische Erkrankung verbessern. Also wie gesagt, Erkrankung, den Begriff mag ich auch nicht, aber halt Besonderheit. Nein, Neuroleptika tun nur stupide Symptome unterdrücken. Sie führen zu keiner Verbesserung. Sie können Sinn machen als Mittel letzter Wahl in Notfälle, wo man einfach einen Chemiehammer braucht, weil derjenige voll im Durchdrehen ist, gar nicht mehr zurechtkommt, aber dann nur kurzfristig angewendet für die Zeit der Krise, danach sofort wieder ausgeschlichen, nicht über, wer meinen Kanal kennt, weiß, Wochen, Monate, Jahre hinweg, weil das macht Patienten krank durch Nebenwirkungen und Entschädigungen. Ja, und das ist jetzt eben der Satz, warum mich diese Psychiater so fertig macht, wo ich mir echt denke, Alter, wo hast du denn, ah, okay, egal. Ah, wo hast du denn deinen Titel her? Weil, er schreibt, Studien konnten jedoch zeigen, dass Neuroleptiker ihre Daseinsberechtigung in der Behandlung zur Erkrankung beibehalten können. Nein, nein, nein. Zeigen wir mal diese Studien, die zeigen, dass Neuroleptika heilen tun. Also speziell dieses Wort heilen will ich betonen. Diese Psychiater sollen mir diese Studie zeigen, dass Neuroleptika, dass irgendeine Studie beweisen könne, dass Neuroleptika Psychosen heilen. Weil also mit Neuroleptika, also in Deutschland haben wir, hast du ja eine Chance, geheilt, eine Psychose zu werden. Also es ist halt geheilt, aber halt stabil zu bleiben. Also auch nochmal ein Unterschied von 33%, 25 bis 33%. Eine Studie sagt 25%, eine 33%. Sprich, die über drei Viertel bleiben krank. Open Dialog mit Gespräche, Spaßvergabe von Neuroleptika, nur in Sonderfälle, hast du eine Chance von 85% geheilt zu werden. Also woher hätten denn bitte diese Neuroleptikas irgendwie ihre Daseinsberechtigung in der Behandlung von Psychosen zum Beispiel, eben nur als mit letzter Wahl in absolute Sonderfälle. Sonst muss man immer mit alternative Therapien oder Gesprächen arbeiten. Und eben dieser Psychiater, wo er das gelesen hat oder wie er das sich zusammengereimt hat, obwohl Psychiater, da habe ich eh den Eindruck, zum Beispiel meine Psychiaterin, dass die mehr Psychose hat wie ich, weil die lebt ja voll in ihrer eigenen Traumwelt, aber dieser Psychiater lebt anscheinend auch in seiner eigenen Traumwelt, weil er sagt, dass Neuroleptiker mitunter sehr gute Ergebnisse in der Therapie von psychiatrischen Erkrankungen erzielen können. Ja, das ist meines Erachtens auch totaler Bullshit.
Ja, okay, YouTube mag ja so Kraftausdrücke nicht so gerne. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Also, das, dieses Wort mit B und Shit und ihr wisst es ja. Ja, okay. Also, ich denke nicht, dass irgendjemand ein gutes Ergebnis in der Therapie von Psychose durch Neuroleptik erzielt werden kann. Es werden halt nur Symptome unterdrückt, aber an der Ursache der Erkrankung wird eh nichts geändert und der Mensch bleibt krank. Er wird nur noch kränker durch die Nebenwirkungen, die dann kommen, durch die Schädigungen und ja, man hat eine große Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auch an den Neuroleptika wirklich krasse Spätfolgen zu bekommen. Ja, ganz schlimme Sachen können da passieren. Ich mache euch in die Beschreibung unter dem Video meinen Artikel rein mit dem Peter Schwarz. Das ist schon ein alter Artikel, den ich geschrieben habe. Einer meiner ersten Artikel, die ich geschrieben habe. Ja, da ging es halt drum. Der hat schwere Dyskinesien, glaube ich, heißt das. Also so Bewegungsstörungen, Störungen des Bewegungsapparats bekommen durch Neuroleptika. Tragisch, weil er eben auch zwangsbehandelt wurde und weil er halt die auch nicht freiwillig genommen hat und dann deshalb im Altersheim gelandet ist mit Mitte 30. Ja, das kann eben, ich will euch jetzt keine Angst machen, aber schaut, dass ihr die langsam reduziert, die Neuroleptika, wenn ihr die schon länger nehmt. Nicht zu schnell absetzen, Vorsicht, Abszesspsychose. Aber schaut, dass ihr sie wegbekommt. Langsam, aber beständig. Ja, das ist das Einzige, was ich dir wirklich raten kann. Weil mein Heilpraktiker hat letztes Mal auch gesagt, Vera, du weißt, dass diese Neuroleptika es wirklich in sich haben. Das sind keine harmlosen Medikamente, das ist schwerstes Chemiezeug. Ja, gut, dann habe ich jetzt aber was gefunden von einem betroffenen Blog, den verlinke ich euch auch unten drunter. Den Psychiater-Blog verlinke ich euch nicht, weil das ist eh nicht lesenswert. Aber der betroffene Blog, der ist echt klasse. Das ist also okay, also so ganz alles würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber so sehr vieles hat dieser Mensch wirklich schön erkannt. Ich habe jetzt gerade nicht den Namen da, aber ich verlinke ihn euch unten drunter. Das ist eine schöne Website, hat der gemacht, als Betroffene eben auch. Und der hat das wirklich besser erkannt wie der Psychiater, der eigentlich studiert hat. Ja, der spricht davon, diese Betroffene. Psychopharmaka aller Generationen teilen eine gemeinsame Eigenschaft. Sie haben eine starke Wirkung und damit ebenso starke Nebenwirkungen. Das erklärt sich aus dem Ziel ihrer Wirkung. Sie wurden geschaffen, um Wahrnehmungen aller Art zu dämpfen. Ja, eben, es geht nicht um Heilung bei Neuroleptika, es ist nur eine Dämpfung. Also wenn ihr Neuroleptika verschrieben bekommt wegen eurer Psychose, seid euch bewusst, ihr könnt damit die Symptome eventuell lindern, auch nicht immer gesagt, aber ihr könnt sie unterdrücken, aber ihr werdet nicht geheilt. Ihr müsst euch dem Problem eurer Seele stellen, das euch die Psychose aufzeigen will. Ihr müsst durch eure inneren Konflikte hindurchgehen, sonst werdet ihr euer Leben lang mit Psychose zu kämpfen haben. Ja. Ja, eben, und das geht eben nur, diese Dämpfung, durch ein radikales Eingreifen in körpereigenes System der Neurotransmitter. Ja, eben, und diese typischen Neuroleptika greifen in die Rezeptoren für Dopamin ein. Jetzt sind wir eben wieder beim Dopamin. Diese Neuroleptika blockieren hauptsächlich den Dopamin-2-Rezeptor. Ja, und der Betroffene, der diesen Blog hat, schreibt eben das, wo ja, noch heute gilt ein Übermaß von Dopamin als beste Erklärung für Schizophrenie. Ja, ich weise wieder auf dieses Video. Lüge, 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 Stoffwechselstörungsmodell, Lüge der Pharmaindustrie, der Pharmalobby, der Psychiatrie, nichts ist bewiesen. Ja. Der schreibt eben auch wieder, ja, dass eben das Dopamin ein befriedigendes Gefühl als Belohnungssystem im Gehirn hat. Und so könnt ihr euch oft denken, dass ich total oft zum Beispiel, wenn ich eigentlich voll zufrieden gewesen wäre oder so eigentlich voll glücklich, was weiß ich, gerade meinen Freund irgendwie in die Augen schaue, mir denke, Mensch, ich liebe diesen Menschen über alles. Und ich fühle es ja auch, also ich fühle es wieder mehr, wie als hätte ich die, als wo ich die Höchstdosis an Medikamente hatte, aber ich fühle halt wirklich nur sehr wenig. Also so, ich weiß auch, wie mein Gefühlsleben früher ausgesehen hat, vor Neuroleptika, da habe ich deutlich, deutlich mehr gefühlt und habe auch, also es gibt so Momente. Das letzte Mal habe ich eine wahnsinnig große Spende bekommen. Das war so viel Geld. Also da habe ich mich so gefreut, weil ich sammle erst seit kurzem Spenden für diesen Blog. Also weil ich ja von der Rente lebe und halt davon nicht so gut leben kann. Jetzt sammle ich halt Spenden. Ja, und da hat mir jemand so viel Geld gespendet. Und da, Alter, ich habe mich, natürlich habe ich mich gefreut. Ich bin auch voll durchgerührt, voll zum Schreien angefangen, wie ich das
gesehen habe auf dem Konto, aber eben nur 30% gespürt von eigentlich 100% Glücksgefühl. Und das ist doch schade, oder? Es ist doch dieses Glück, das unserem Leben hält, diese Glücksgefühle, für die wir eigentlich alle gerne leben, weil wenn wir alle nur Trauerklöße sind und immer nur depressiv sind, dann lebt ihr keine gerne. Ja, eben, und warum gibst du dann, also die Psychiater, an die Psychiater gerichtet, warum gibt ihr denn dann den Menschen, die eh schon Psychose haben und mit psychischen Besonderheiten zu kämpfen haben, warum gibt denn dann denen noch Medikamente, die gezielt an die Dopaminrezeptoren andocken, eben, und dieses ganze Glückslevel mal runterfahren? Wie soll es dann den Menschen besser gehen? Ja, im Gegenteil, den Menschen geht es noch schlechter. Ja, eben, und das ist auch der Abschlusssatz von dieser Seite eben da. Das Blockieren von Dopaminrezeptoren bedeutet für Patienten, dass Neuroleptika in der Regel die Stimmung drücken. So, und jetzt könnte ich noch hier gucken, das Risperidon, das ist eben das, was ich, ja genau, diese 2 Milligramm, die nehme ich jetzt gerade, die teile ich gerade durch 2, also so einen Tablettenschneider, teile ich die gerade, dass ich 1 Milligramm bekomme, weil mir gerade die 1 Milligramm Tabletten ausgegangen sind, aber ich hatte zum Glück diese 2 Milligramm noch zu Hause. Ja, eben, hier steht schwarz auf weiß, das ist eben das Risperidon, das ich nehme, davon nehme ich also morgens eine und abends 1,25, und das hemmt eben die Dopaminausschüttung im Körper. Ja, eben, schlecht für mich, gell? Und Quetiapin, das ist Seroquel, das ist der andere Name für Seroquel, das eben bindet an Dopaminrezeptoren, ohne diese zu aktivieren, also verarscht sozusagen mein Gehirn. Ja, also auch schlecht für mich, wenn du dann eben noch gleich 2 Medikamente hast, die eben schön blockieren und ach ja, dann ist es eben mit den Glücksgefühlen nicht mehr so weit her. Naja. Gut. Und eben hier habe ich ein Modell für euch erstellt, weil ich erstelle so gerne Modelle selbst. ja, also eben, was eben das große Problem ist, dass man eben mit den Neuroleptikas negative Gefühle sehr gut noch fühlen kann. Eben möchte es meinen, diese psychiatrischen Medikamente sollten die negativen Gefühle wegmachen. Nein, die bleiben eben, und die Tiefen sind da, und die Tiefen sind tief und tun weh, und man hat Schmerzen seelische und ist am Durchdrehen. Und ein normaler Mensch, sag ich mal, hätte dann halt wieder genauso tief, wie die Tiefen sind, hätte er seine Höhen, weil eben das braucht der Mensch. Es ist ja auch normal, einmal geht es dir schlecht, einmal geht es dir gut, aber es ist ein Wechselspiel und es gleicht sich aus. Mit Psychopharmaka eben, wie dieses Risperidal und Seroquel-Quatsch, was ich bekomme, ist es eben so, dass ich nur leichte Höhen habe. Wie gesagt, so ein bisschen was spüre ich ja an Glücksgefühle. Ganz so ist es ja nicht, dass ich gar nichts spüren würde, aber es ist halt total gedämpft, es ist total gedrückt, wie ich euch eben vorher erklärt habe, aus welcher Gründe das so ist. Ja, eben, also habe ich große Tiefen und nur kleine Höhen, und das ist echt belastend. Das muss ich echt sagen, da gerate ich immer wieder an meine Grenzen, und die einzige Hoffnung, die ich habe, diese Medikamente zu reduzieren, und dass ich ja mit meiner Methode, wie ich reduziere, mit der 10%-Regel und nur alle 2-3 Monate, das sind halt meine Reduktionsphasen, meine Reduktionspausen, so komme ich gut zurecht, so kann ich gut reduzieren. Reduktionspausen, je nachdem, wie lange man halt die Medikamente genommen hat, muss man halt gucken, wie lange man sich Zeit ist zwischen den einzelnen Reduktionen. Je länger du genommen hast, desto längere Pause brauchst du. Aber so komme ich gut zurecht, und das ist mein Hoffnungsschimmer. Es ist halt eine Frage der Zeit. Ich werde noch jahrelang reduzieren. Ich habe immer gedacht, noch 2-3 Jahre, dann denke ich 4-5 Jahre. Ich weiß es nicht. Es kann sein, es ganz blöd läuft, sogar 10 Jahre dauern, bis ich auf Null bin. Ich muss das mal ausrechnen und werde ich dann hier auch ein Video machen. Ja, wenn ich eben endlich mal auf Null sein werde, wenn es alles gut läuft. Ich müsste das ausrechnen. Aber es wird sicherlich noch etwas dauern, also einige Jahre. Ja, so ist es halt, eine Psychopharmaka-Abhängigkeit, gell? Ja, wenn du dieses Video jetzt gesehen hast, komm ja nicht auf die Idee und setz einfach so deine Neuroleptika ab oder andere Psychopharmaka, wenn du die länger genommen hast, weil du bist leider abhängig davon. So knallhart das klingt, und man muss sie langsam aufschleichen. Wenn man die zu schnell reduziert, kommt es oft zu einer Absatzpsychose. Ich behaupte, dass der Großteil der Psychiatriepatienten mit Psychose, die in die Psychiatrie eingeliefert werden, eine Absatzpsychose haben. Ja, nur leider verpassen es die Psychiater, konsequent über dieses Risiko aufzuklären, was ich ihnen vorwerfen muss.
Aber ich kläre euch schon mal auf. Also schaut euch in diesem Video gerne das Video über Absatzpsychose an, das ich dazu Aufklärung gemacht habe. Und lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich. Deine Vera Maria. Tschüss.